Herzlich willkommen zu meinem Video-Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch kurz und schnell erklären, wie wir eine existierende U-Bahn-SIM-Berlin-Installation mit dem neuen Installationsprogramm aktualisieren können. Dieses Tutorial ist gleichzeitig auch an all die neuen gerichtet, die sich U-Bahn-SIM-Berlin noch nicht installiert haben. So, wenn wir U-Bahn-SIM-Berlin aktualisieren wollen, von der alten Git-Installationsmethode, benötigen wir zuerst die Revision. Die Revision finden wir im U7S-Freunden-Verzeichnis. Diese befindet sich in der selbstbenannten, also gleichnamigen Datei namens revision.txt. So, ich habe diese schon mal im Notepad bei mir geöffnet und da drin befindet sich eine Zahl, je nachdem, welche Revision ihr zuletzt heruntergezogen habt. So, anschließend starten wir jetzt den neuen Installer. Mit einem Doppelklick. Falls ihr Trains unter C in Programm installiert habt, so wie hier in diesem Fall, wird die Installation einen Fehler ausgeben und scheitern. Deshalb würde ich sofort raten, die Installation zu schließen und diese doch mal neu als Administrator auszuführen. So, dann klicken wir zur Installation, bestätigen hier unser Installationsverzeichnis. In meinem Fall wurde dieses Installationsverzeichnis wurde automatisch erkannt. Sollte dieser falsch sein, können wir hier wie gewohnt das neue Verzeichnis auswählen. In meinem Fall ist es aber richtig, deswegen ändere ich es nicht. So, danach wählen wir, welche Version wir herunterladen möchten. Hier ist auch erklärt, die unkomprimierte Version ist eine schnellere Installation, benötigt aber, wie auch schon hier man sieht, mehr Speicherplatz. Die komprimierte Version benötigt halt ein Drittel für den Download, ist halt deswegen auch empfohlen für langsamere Internetverbindungen, aber ja, hat man zum Beispiel auch einen schwächeren Prozessor, dann würde ich eher zur unkomprimierten Version greifen, da die komprimierte Version von der unkomprimierten halt sich nur dadurch unterscheiden, dass die komprimierte halt stark komprimierte ZIP-Dateien sind und diese, ja, je nachdem, was man für einen Prozessor hat, auch länger Zeit benötigen, um zu entpacken. In meinem Fall habe ich hier einen Ryzen CPU, deswegen wähle ich die komprimierte Version, da ich über das WLAN hier verbunden bin. Dann gehen wir unter zusätzliche Optionen anzeigen. Hier können wir auswählen, ob wir zum Beispiel den weichen Soundpatch installiert haben wollen, ob wir die Texturen herunterskaliert haben wollen, was ich wärmstens empfehlen kann für schwächere PCs. Der Qualitätsunterschied kann je nachdem unterscheiden. Wenn man genau hinschaut, wird man da schon die schwächere Texturgröße dann auch erkennen können. Aber sollte man halt einen schwächeren PC haben, dann empfehle ich wärmstens diese Option auch zu aktivieren. In meinem Fall habe ich hier zum Beispiel keine dedizierte Grafikkarte, sondern spiele auf einer internen Grafikkarte. Das ist halt ein Mini-PC mit einem Ryzen, deswegen wähle ich diese Option hier auch raus. Dann die dritte Option ist für die freie interne Kamera, also dass wir halt frei uns in dem Führerstand bewegen können. Das mache ich auch an. So, und jetzt wichtig für all die, die schon U-Bahn-SIM-Berlin installiert haben und halt die Revision sich vorher geöffnet haben. Hier ist die Option, wo wir festlegen können, ab welcher Revision wir nur neue Sachen bzw. neue Objekte installiert wollen. So, und hier trägt jetzt die Revision, die 10.16 von vorhin und klicke auf Speichern. Hier können wir auch noch gleichzeitig festlegen die maximale Anzahl an Downloads. Das ist halt eine Option, wenn wir zum Beispiel die unkomprimierte Version ausgewählt haben, aber jetzt nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte haben, dann kann diese Option hilfreich sein, um Platz zu sparen während der Installation. Ich schalte aber diese Option hier aus. Ich habe genügend Festplattenspeicher noch frei. So, dann klicken wir auf Installation starten. Dann wird die Installation vorbereitet, werden Skripte installiert und gleich sollte sich auch der Download beginnen.
So, und wie wir sehen, ist der Download gestartet und gleichzeitig werden neue Objekte installiert, während die anderen sich im Hintergrund herunterladen. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial bzw. das Video euch gefallen, geholfen. Bei Fragen könnt ihr diese gerne auf unserem Discord-Server stellen. Und bis dann. Ciao.